Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier und heute geht es in diesem Video um ein Gerät, auf das ich mich echt wahnsinnig gefreut habe, nämlich das Huawei Mate 30 Pro. Das Gerät kommt bekanntlich komplett ohne US-Bauteile aus, aber eben leider auch ohne Google Mobile Services, also die Google Play Dienste und auch ohne die Google Apps. Wenn ihr diese trotzdem auf einem Huawei Mate 30 Pro, was ja ab Mitte Dezember auch in Deutschland im Handel erhältlich sein wird, nutzen wollt, dann gibt es hier gleich eine Anleitung, wie ihr dies in wenigen Minuten auf eurem Mate 30 Pro installieren könnt. Gleich nach dem Intro geht's los. Ja, und dann legen wir auch schon los. Was braucht ihr als erstes? Ihr braucht natürlich einen Huawei Mate 30 Pro, im Idealfall frisch aus der Verpackung oder zurückgesetzt. Die Anleitung dürfte auch mit einem bereits installierten Gerät funktionieren, aber dann kann es tatsächlich zu Problemen, gegebenenfalls bei der Benachrichtigung kommen, wenn schon bestimmte Netzeinstellungen vorgenommen wurden. Deshalb ganz klar die Empfehlung, frisch aus der Verpackung oder eben ein Reset machen. Dann benötigt ihr einen USB-Stick oder allgemein einen USB-Drive mit Typ C, die Seite, welches ihr direkt an das Mate 30 Pro anschließen könnt. Und ihr braucht, last but not least, den Download, den ihr hier direkt unter dem Video in der Anleitung findet. Diesen Download packt ihr auf den USB-Stick, im Idealfall schon entpackt über den PC. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch über euer Smartphone machen, runterladen, auf den Stick oder auf dem Phone auch lassen, dann das Phone zurücksetzen und dann starten. Ich werde den ausführlichen Weg mit euch durchgehen. Nach dem Werkreset legen wir los mit dem Erststartassistent. Und hier gehe ich einfach komplett, ich ändere nichts. Die Sprache könnte ich gegebenenfalls auswählen, aber ich lasse es jetzt mal bei Englisch. Skip hier überall womöglich durch. Ganz wichtig, keine Wi-Fi-Verbindung herstellen, keine Verbindung mit dem mobilen Netz herstellen. Ich habe zur Sicherheit komplett die SIM-Karte rausgenommen und mache hier überspringen, überspringen. Ihr könnt das alles später komplett über die Einstellungen einrichten, braucht es jetzt nicht zu machen. Setup as new device, keine Wiederherstellung. Hier die neuen Gesten können wir abbrechen und gehen dann hier auf Finish. Tutorial können wir auch später machen. Und wir haben ein frisches Huawei Mate 30 Pro. An dieses schließen wir nun den USB-Stick an, auf dem wir den Download haben und wechseln in den Dateimanager. Hier oben Files. In diesem seht ihr unten den Punkt Categories oder dann eben Kategorien. Und dort wählt ihr euer USB-Drive aus. Bei mir ist es dieser SanDisk USB-Drive. Und hier habe ich zum Beispiel meinen Download als ZIP. Ich markiere das Ganze, ihr seht, blauer Haken, gehe hier auf Mehr und dann auf Extract to und hier aktuelles Verzeichnis Current Directory. Das Ganze geht recht schnell und schon habe ich das Ganze entpackt und habe jetzt einen neuen Ordner, Huawei Mate 30 und in diesem dann diese beiden Ordner, einmal GMS, Google Mobile Services und einmal Huawei. Diese beiden Ordner brauche ich aber im Stammverzeichnis. Das heißt, ich muss sie verschieben. Dafür markiere ich das Ganze, gehe unten auf Move oder Verschieben, dann auf Other Location, wähle jetzt hier das USB-Drive aus und dann hier unten Move. So, und jetzt habe ich hier den Ordner GMS und Huawei im Quellverzeichnis, Stammverzeichnis des
USB-Sticks. Gut, als nächstes müssen wir aus dem Ordner Huawei ein Backup wiederherstellen. Dafür gehen wir wieder auf den Homescreen, wählen jetzt hier Settings, Einstellungen aus, gehen auf System and Updates, dort dann auf den Menüpunkt Backup and Restore, sichern und wiederherstellen, hier auf Data Backup, welches allerdings in dem Fall noch nicht eingerichtet ist, bestätigen das Ganze und wählen hier den externen Speicher, External Storage. Dort wird uns jetzt der USB-Speicher wieder angeboten, den wählen wir aus und ihr seht, ich habe hier mehrere Backups schon auf meinem Stick. Normalerweise, wenn es ein frischer Stick ist, findet ihr hier nur die Sicherung vom 18. Oktober 2019, 20.50 Uhr. Diese wählt ihr bitte aus. So, ihr braucht hier nichts weiter zu machen, sondern einfach nur auf Wiederherstellen, Restore gehen. Das Passwort wird euch unten angezeigt. Das ist A123456789 0. Dann okay. Ja, da habe ich mich irgendwo vertippt. A123456789 0. Und ihr seht, wenn man es richtig eingibt, dann entpackt er das Ganze auch. Und ich habe ein Backup wieder hergestellt. So, nächster Schritt. Wir gehen wieder auf den Homescreen. Und ihr seht, hier ist eine neue App. Die App mit dem lila G, die ominöse App. Diese App verleiht euch lokale Adminrechte. Wir hebeln damit so ein bisschen das System aus. Das müssen wir machen, anders kriegen wir die Google Mobile Services nicht drauf. Diese App kann nach dem ganzen Vorgang wieder gelöscht werden. Seid euch bewusst, es ist wie bei Windows. Adminrechte bedeuten Vollzugriff aufs System. Ihr müsst also selber dem Ganzen etwas vertrauen. Ihr öffnet die App und geht dann hier auf Activate. Allow. Und das war's auch schon. Ihr könnt jetzt wieder komplett auf den Homescreen gehen und wieder in den Ordner Files wechseln. Entschuldigung, zu dem zweiten Ordner GMS. Denn dort findet ihr 9 Dateien drin, 9 APKs, die ihr jetzt nacheinander installiert. Beim ersten Mal werdet ihr gefragt, da könnt ihr einfach, so, don't ask again, allow und install. Ganz wichtig, bei einigen Apps ist Open schon direkt ausgegraut, weil es Dienste sind. Sollte das irgendwo mal blau sein, auf keinen Fall auf Öffnen gehen. Ihr dürft keine der Apps öffnen, sondern bestätigt immer mit Done. Und das Ganze macht ihr jetzt für alle 9 Anwendungen, die dort drin sind. 3 Install. Einige gehen ein bisschen schneller. Andere dauern ein bisschen langsamer. Was wir hier jetzt installieren, die Google Play Services, ihr seht schon. Dann als nächstes haben wir hier Gmail, Install, Done. Dann haben wir den Google Carrier Service, auch den installieren wir, bestätigen, auf keinen Fall öffnen. Wir haben die Geräterichtlinien. Hier bestätigen. Dann haben wir hier noch die Kontaktesynchronisation. Wir haben natürlich den Play Store. Und last but not least den Sync für den Google Kalender. So, da bestätigen wir mit Done. Und das war es hier auch schon. Und wir wechseln wieder zurück auf den Homescreen. Und ihr seht, da sind die Apps, die wir gerade installiert haben. Was ihr jetzt macht, ist, ihr öffnet den Play Store, geht auf Sign In, stellt eine Netzwerkverbindung her. Ich mache das jetzt hier über mein
Zack, über mein Netzwerk. Lasse euch kurz allein mit der Passworteingabe. So, und sobald wir dann eine Online-Verbindung haben, können wir auch den Play Store öffnen, hier auf Sign In anmelden gehen und dann erscheint nach hoffentlich kurzer Zeit die Aufforderung, unsere E-Mail-Adresse und dann natürlich auch unser Passwort einzugeben. Ich mache das einmal ganz schnell, auch hier wieder. Und ihr seht, danach bin ich eingeloggt. Bei mir kam gerade die 2-Schritte-Verifikation dazwischen. Ich kann jetzt hier auch auf iAgree gehen. Und ihr seht, Google Services werden geladen. Und ich kann anschließend ganz normal den Play Store nutzen. Und natürlich auch alle anderen Google Apps. Da sind wir schon drin. Ihr seht, der Play Store wird ganz normal geladen. Wie schon gesagt, leider etwas schlechte Verbindung hier gerade. Und ich kann hier ganz normal, wir nehmen mal WhatsApp, herunterladen und dann auch entsprechend installieren. Ja, das soll es gewesen sein mit der kleinen Anleitung. Mehr gibt es auch zum Huawei Mate 30 Pro, was die Nutzung von Netflix und Co. betrifft. Schaut einfach bei uns auf dem Blog vorbei. Da wird es in den nächsten Tagen und Wochen weitere Anleitungen und Erfahrungsberichte rund um das Huawei Mate 30 Pro geben. Bis dann, ciao, euer Marco.